Hallo, ich bin der Michael. Ich bin Braumeister bei der Brauerei Kundmüller in Weiher. Wir sind ein familiengeführter Betrieb. Wir machen mehr als 25 verschiedene Biersorten. Ich bin heute in der Brauerei Kundmüller und darf mir zusammen mit Braumeister Michael den Job eines Brauers bzw. einer Brauerin anschauen. Mit der richtigen Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhen geht's los in Richtung Sudhaus. Ich muss gestehen, als kleiner Bierfan freue ich mich wirklich sehr auf den heutigen Job. Ja, im Endeffekt, das Schöne an dem Job ist wirklich, also man hat jeden Tag was anderes und es wird eigentlich nie langweilig. Ja, nicht nur das Bier brauen, sondern man muss halt dann auch im Bierkeller trotzdem noch viel Arbeit leisten. Als Brauer bzw. Brauerin muss man die verschiedenen Brauschritte, Zutaten und Rohstoffe ganz genau kennen. Außerdem braucht man die Bereitschaft, Bier nicht einfach nur zu konsumieren, sondern auch wirklich regelmäßig die Qualität geschmacklich zu überprüfen. Also der Michael hat mir jetzt gerade erklärt, dass er privat Bier trinkt, um die Qualität des Biers zu testen. Damit ich eine Vorstellung vom komplexen Prozess des Bierbrauens bekomme, zeigt mir Michael zunächst die einzelnen Stationen, angefangen im Sudhaus mit dem Schroten von Malz. Ich merke, dass es in diesem Job nicht ausreicht, Interesse an Bier zu haben. Man muss sich auch mit den biochemischen Prozessen der Bierherstellung gründlich auseinandersetzen. Das lernt man zwar während der Ausbildung, Vorkenntnisse in Chemie und Biologie sind allerdings von großem Vorteil. Michael erklärt mir außerdem, dass Sorgfalt bei seiner Arbeit höchste Priorität hat, um die Rezepturen genauestens einzuhalten und den Brauprozess akkurat zu überwachen. Trotzdem stellt sich mir die Frage, wie wichtig ist es wirklich, Bier zu lieben für diesen Beruf? Diese Frage beantwortet mir Azubi Sebastian. Ich stehe jetzt hier mit dem Sebastian. Der Sebastian ist Auszubildender hier im Betrieb. Würdest du sagen, man muss Bier mögen, um diesen Job machen zu können? Ja, ich würde es jetzt schon sagen, ja. Weil wenn du das Bier nicht magst, du machst so viel, steckst so viel Arbeit rein und dann magst du es nicht, das weiß nicht, ob das dann gehen würde. Sebastian ist im zweiten Lehrjahr und hat sichtlich Spaß an seiner Arbeit und natürlich auch am Endprodukt, wie wahrscheinlich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier. Weiter geht's auf unserer Tour durch die Brauerei, nämlich zu den Gärtanks. Auch wenn heutzutage viele Aufgaben mit Hilfe von Maschinen erledigt werden können, so muss man als Melzer oder Melzerin trotzdem körperlich belastbar sein und beispielsweise auch mal schwer heben können. Es ist trotzdem auch ein recht innovativer Beruf, weil man kann eigentlich immer wieder eine neue Sorte mal machen und rohstofftechnisch ist da viel Luft nach oben. Also es gibt zig verschiedene Malzsorten, hunderte verschiedene Hopfensorten. Ja, man kann da viel experimentieren und dann muss man halt hoffen, dass was Gutes rauskommt. Und so hast du dann quasi deinen Traumjob gefunden. Genau, jetzt mache ich nichts anderes mehr machen. Als nächstes geht's zum Flaschenfüllen. Die Kollegen und Kolleginnen, die hier arbeiten, kontrollieren und überwachen größtenteils die Maschinen. Die Magic passiert hier tatsächlich aus Maschinenhand und ich bin einfach nur beeindruckt von den Dimensionen und der Geschwindigkeit, in der hier gefüllt wird. Danach kommt das fertige Bier dann ins Lager. Wahnsinn, wie viel Bier steht hier bitte? Mittlerweile stellt die Brauerei Kundmüller über 25 verschiedene Biersorten her. Ein paar der Bierrezepturen stammen übrigens auch von Braumeister Michael selbst. Hier im Lager stehen etwa 16.000 Bierkästen. Auch unser eben abgefülltes Landbier finde ich hier wieder. So sieht das dann fertig aus. So, jetzt ist aber auch Zeit für das wohlverdiente Feierabendbierchen im Biergarten. Ja, so sieht das gute Landbier dann am Ende aus. Und ich würde sagen, wir lassen uns das jetzt mal schmecken. Ja, ein großer Bestandteil hier in der fränkischen Kultur ist ja das Bier trinken und auch das Bier brauen. Wir haben hier eine extrem hohe Brauereidichte in der ganzen Region eigentlich. Deswegen hat mich das heute ganz besonders gefreut, einfach mal so einen richtig coolen Einblick zu bekommen hinter die Kulissen. Wenn auch du Leidenschaft für die Herstellung und den Geschmack von Bier mitbringst, sorgfältig arbeitest und vielleicht schon immer davon geträumt hast, eines Tages dein eigenes Bier herzustellen, dann ist der Beruf Brauer oder Brauerin sicherlich eine absolute Traumjobwahl.